Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Ja, wir sind immer noch im Schloss Sturmschleier unterwegs, aber ich glaube, wir sind jetzt kurz davor, das hier abzuschließen. Ich habe, glaube ich, so ziemlich jeden Weg, der hier zu gehen war, erkundet. Jetzt fehlt uns nur noch eigentlich das hier, was der Weg zum Boss ist, als auch der Riese, der den Weg zum Boss scheinbar bewacht. Eins nach dem anderen. Ja, nice. Ich dachte jetzt schon, der steht nicht auf. Hätte ich krass gefunden. Hä? Und die Typen so, ha, komisch. Was hast du denn, Wächterriese? Warum stirbst du gerade von Magie, die aus einer bestimmten Richtung geflogen kommt? Ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Alter, guckt euch mal den Typen an. Die sind echt original überfordert. Ta! Das gibt's ja nicht, ey. Wo ist der Typ hin? Wo ist unser Wächterriese hin? Oh, und mein Kollege, die waren gerade eben noch da. Und jetzt sind sie aus einer, jetzt sind sie von einer Magie besiegt worden und getötet worden, die aus einer bestimmten Richtung geflogen kam. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das war ja jetzt schon leicht lächerlich, oder? Kein glorreicher Moment für die KI. So viel steht fest. Schmiedestein, sehr schön. Aber ansonsten habe ich hier ja nicht mehr allzu viel zu finden. Die goldene Saat hier habe ich ja schon eingesammelt, ne? Genau. Und unten im Schloss, da habe ich ja eine weitere goldene Saat gefunden. Die von einem untoten Frankenstein-Zombie-Drachen gedroppt wurde. Ja, klingt komisch die Formulierung, aber... ne. Was anderes fällt mir dazu jetzt nicht ein. So... ich würde sagen, ich beschwöre jetzt erstmal direkt den NPC hier. Einfach nur, weil ich das Gefühl habe, dass ich auf diese Art und Weise ihre Quest vielleicht fortsetzen könnte. Bei manchen NPCs, zumindest war das in Dark Souls 1 noch so, war es ja wichtig, dass man die Geister von manchen NPCs mit in Bosskämpfe nimmt und dass die Phantome am Ende des Bosskampfes noch am Leben sind. Weil dann die Questreihe von dem jeweiligen NPC fortgesetzt werden wird. Keine Ahnung, ob sie ein NPC ist, die eine Questreihe hat. Aber das gilt es jetzt herauszufinden. Mal gucken. So oder so bin ich schon mal gespannt auf den Boss. Und wie lange ich brauchen werde, um den Boss zu erledigen. Davon abgesehen, ich sehe jetzt erst, dass ich noch genug... Runen für ein weiteres Level-Up habe, aber ha, egal. Ich gehe jetzt trotzdem in den Bossraum. Oh Gott. Oh, Cutscene. Mighty Dragon. Thou'rt the true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. A lowly tarnished. Plain as a lord. I command thee, kneel! I am the lord of all that is golden. Alter! Godric der Verpflanzte! Oh, scheiße! Ja, vergiss es. Aus der Entfernung erreiche ich den nicht. Na, was geht, Godric? Oh, oh. Oh oh. Wow. Los geht's, Kriegerin. Aua. Konzentrierst du dich bitte auf meine Begleiterin da hinten? Oh Gott, oh Gott. Ja, hammermäßig. Oh nein, 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 nein. Alter. Thou art unfit even to grasp.
Oha, wie krass ist der denn drauf? Na, das wird lustig. Godric, der Verpflanzte. Alles klar. Habe ich mir gedacht, dass der nächste Boss hier im dem Schloss höchstwahrscheinlich auch noch krasser sein wird als der Boss, als der erste, bevor wir das Schloss überhaupt erreicht haben. Ne? Der wahre Torwächter vom Schloss. Für den wir ja auch nochmal eine Trophäe gekriegt haben. Oh Mann, das wird lustig. Okay. Sie holen wir uns auf jeden Fall dazu. Und ich würde sagen, die Asche oder... Moment, müsste es hier nicht eigentlich auch wieder so ein komisches Ding geben, das ich aktivieren kann? Und dann kann ich hier auch meine Asche benutzen? Ach nee, wobei, ich kann meine Asche ja nicht benutzen, wenn ich ein Phantom herbeigerufen habe. Das geht dann ja nicht mehr. Wurde mir, glaube ich, vom Spiel ja bereits gesagt. Wo zur Hölle... Als ob. Wo zum Höll... Oh, da. Okay. Oh, oh. Oha! Dass ich dem jetzt ausgewichen bin, ist ja schon ein bisschen krass. Ich kann doch... Was? Oh, oh. Oh nein. Der hat sich nicht ernsthaft einen Drachenkopf als neuen Arm geholt. What? Oh, scheiße. Alter. Übertreib. Scheiße. Oh oh, hi, was geht ab? Du bist ein ganz netter, ne? Oh nein. Oha, enge Kiste, glaube ich. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh, ich glaube, wir haben gerade noch so verhindert, dass er eine krasse Combo mit seinem Flammenatem gemacht hat. Oh nein, hi, was geht? Du bist ein ganz hübscher, wenn man dich mal von Namen betrachtet. Oh nein. Kriegerin ist down. Aber dafür steht meine Kopflose noch. Oh oh. Oh nein. Oh. Oh oh. Yes! Oh geil, wir haben ihn gestaggert. Stirb! 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 Yes! Alter!
Okay, große Runen. Die großen Runen, die ihr durch einen Sieg über Fragmentträger erhaltet. Oh, und ich bekomme die Silbertrophäe Fragmentträger Godric. Krass. Also nochmal, die großen Runen, die ihr durch einen Sieg über Fragmentträger erhaltet, haben ihre Kräfte verloren. Ihr könnt diese jedoch in heiligen Türmen im Zwischenland wiederherstellen. Lest die Beschreibung einer großen Rune, um herauszufinden, welchen heiligen Turm ihr besuchen müsst. Godrics große Rune. Echo des Verpflanzten. Alter. Wir haben unseren ersten krassen Gegner in dem Spiel erledigt, Leute. Puh. Ey, als der auf einmal den Drachenkopf als neuen Arm genommen hat, dachte ich, wollt ihr mich verarschen. Alter, wie kommt man auf sowas? Jetzt mal ganz im Ernst, From Software, wie kommt man auf sowas? Nicht nur, dass der Typ schon von sich aus ziemlich krass aussah, dass der unfassbar viele Arme gehabt hatte, goldene Rüstung, goldene Waffe, ne? Der war ja so schon krass, hat eine Waffe in jeder Hand gehabt. Und dann, sobald wir ihm einen Arm abgetrennt haben, als zweite Phase, da holt er sich einfach vom toten Drachen den Kopf, benutzt den als neuen Arm, hat einen krassen Flammenatemangriff auf einmal. Ey, das gibt's ja nicht. Einfach nur krass. Was für ein krasser Boss. Ich liebe ihn. Oh mein Gott. Das ist ja echt der Hammer gewesen. Ich liebe den Boss, ehrlich gesagt. Boah. Unser NPC-Phantom hat es leider erwischt, aber dafür hat unsere Asche uns tatsächlich ziemlich gut aus der Klemme gerettet. Puh. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Und wir werden, wie ihr seht, sogar ordentlich belohnt. 24.000 Runen haben wir jetzt. Nice, ich hab's geschafft. Ja. Was haben wir denn hier? Nord voraus. Okay. Was ist das jetzt hier? Preiset Befleckter. Ja. Ja, nice. Klar, jetzt können wir uns hier auf den Thron hinsetzen, ne? Wie zur Hölle kommt man denn da hoch? Hm. Keine Ahnung wie. Aber ich denke mal, das ist jetzt auch nicht weiter wichtig. Ah, doch, es geht hier weiter. Ich wollte... Okay, es gibt zwei Wege. Ich nehme erstmal den hier. Hallo. Liebe Leute. Ich habe euren krassen Chef erledigt. Wer will noch kämpfen? Hallo. Okay. Komme ich jetzt in die Katakomben vom Schloss oder was? Es ist doch noch nicht ganz vorbei. Merkwürdig. Dass hier nichts ist. Leiter. Oh, Tatsache. Tch. Die hätte ich jetzt auch glatt übersehen. Lügner voraus. Ich teste vorsichtshalber trotzdem. Lügner voraus. Bei Lügner voraus denke ich auch immer dran von wegen, diese Wand hier ist falsch. Preiset Nachricht und dann Achtung Trauer. Aha, ganz toll. Super, danke. Ob es hier überhaupt irgendwelche falschen Mauern gibt, die man mit einem Angriff wegballern kann? Keine Ahnung. Bis jetzt habe ich zumindest keine gefunden. Aber all die Leute, die hier die Nachrichten hinterlassen, spekulieren ganz eindeutig darauf, dass man schon mal ein From Software Spiel gespielt hat und dementsprechend diese ganzen Mauern halt kennt. Also die falschen Mauern. Hä? Ich kann hier gar nicht angreifen. Was? Wieso kann ich hier nicht angreifen? Preiset Nachricht und dann Zeit für etwas Unglaubliches. Die ist ja krass oft bewertet. Ha. Aber wo soll denn hier was sein? Wie gesagt, ich kann nicht mal angreifen. Also... Was ist denn der Sinn dahinter? Die Tatsache, dass ich hier gar nicht angreifen kann? Ha.
Sehr, sehr merkwürdig. Weil hier geht's ja wieder. Was hat es damit auf sich? Verstehe ich nicht. Vielleicht fehlt mir ja auch ein bestimmtes Item, um dort irgendein Event auszulösen. Und dann öffnen sich plötzlich 1000 versteckte Türen. Wäre ja möglich. Hallo. Immer noch nichts. Hi. Okay. Hi, servus. Wie hängt der denn da? Jungfer, teure Jungfer, wo seid ihr? Bitte nehmt meine Trauben. Okay. Die hier? Was ist das? Eine Schabriri-Traube. Was ist das denn? Klingt wie ein entweder wichtiges Objekt oder ein Objekt, das zur Herstellung nötig ist. Was haben wir denn hier eigentlich? Echo des Verpflanzten. Nimmt mit Hilfe einer Fingerleserin die Macht des Namensgebers in euch auf. Oh! Moment. Was brauche ich? Ein in den Erdenbaum gehauenes Echo von Godric dem Verpflanzten. Die Macht seines Namensgebers kann durch eine Fingerleserin erschlossen werden. So eine haben wir doch schon getroffen. Alternativ lässt sich daraus auch eine große Fülle von Runen gewinnen. Naja. Also, und das ist mit anderen Worten die Bossseele. Und, wir wissen ja eigentlich, aus Bossseelen, klar, kann man sich theoretisch eine ordentliche Menge Zusatzrunen draus holen oder Zusatzerfahrungspunkte, ob jetzt Seelen, Blutechos oder sonst irgendetwas. Aber es ist empfehlenswert, lieber die andere Möglichkeit zu wählen, damit man, ja, entweder eine Bosswaffe bekommt oder einen starken Zauber, irgendwas davon. Von daher, ja, benutzen werde ich das auf jeden Fall nicht. Ein schwacher Mann versprach sich durch den grotesken Akt der Verpflanzung einst Macht. Eines Tages kehren wir gemeinsam zurück, zu unserer Heimat gehüllt in goldene Strahlen. Okay. Diese Traube scheint nicht hier zu sein. Okay, da ist sie. Der vergilbende und triefende Augapfel eines Kranken. Irr. Die Oberfläche ist bereits verschrumpelt und das Innere leicht matschig wie eine große überreife Traube. Igitt. Gebt dies der blinden Jungfer, um sie zum fernen Licht zu führen. Vergilbende und triefende Augapfel eines Kranken. Sicher, dass ich das der blinden Jungfer? Erzählt mir jetzt nicht, die würde sich das Auge dann einsetzen. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Wenn da schon steht, dass es ein vergilbender und triefender Augapfel, verfault und von einem Kranken, nee, ich glaube nicht. Das würde ihr doch nur schaden, der Armen. Damit würde ich sie doch wahrscheinlich umbringen. Ich lass das lieber erstmal, Leute. Das ist mir überhaupt nicht geheuer. Erstens, gut gemacht. Sind wir jetzt wieder hier? Ja, sind wir, Leute. Nice. Wir haben es jetzt tatsächlich durch die Burg geschafft. Es ist vollbracht. Wir konnten das Schloss durchqueren und dort unsere erste große Seele erlangen. Okay. So, dann würde ich sagen, von hier aus konnte ich, glaube ich, die Fingerleserin am besten erreichen. Dann würde ich sagen, erstens, was ich jetzt gerne tun wollen würde, zur Fingerleserin natürlich gehen. Was ich zweitens auch noch gerne tun wollen würde, zu der Tafelrunde zurückkehren und dort mal schauen, ob sich irgendwelche neuen Dialoge ergeben. Ob vielleicht sogar ein paar neue NPCs dort aufgetaucht sind. Könnte ja auch sein. So, ach ja, was mir auch gesagt wurde, es wurde mir empfohlen, in mein Schnellauswahlmenü eine meiner Aschen hineinzufügen. Könnte ich ja theoretisch die hier nutzen. Oder? Ja. Geht tatsächlich. Ich schätze mal, das ist einfacher als die Asche ständig da unten in der Leiste zu haben, oder?
Dann werde ich es erstmal für eine Weile auf diese Art und Weise versuchen. Das bedeutet eigentlich... Oh, ich habe die Asche hier schon abgelegt. Okay, gut zu wissen. Ja, sehr gut. Na denn, wunderschönen guten Tag. Your fingers. Hände zeigen. Oh, bless you. Oh. Head to the foundation of gold tarnished. Traverse Rhea Lucaria. Glintstone Eventide. And reunite the half crescents at the grand lift. Oh, but the bridge is collapsed and cannot be crossed. Only, why should that matter? Stormvale Castle still stands tall. Okay, sie hat mir leider jetzt nichts Neues gesagt. Schade. Ich habe jetzt erwartet, die wäre in der Lage, irgendetwas mit meiner großen Seele anzustellen. Tja, so kann man sich täuschen. Okay. Na gut, wenn das nicht geht... Ich sehe hier aber, ich wäre eventuell in der Lage, noch woanders hinzukommen. Aber das muss ich dann von hier aus erforschen. Ach, jetzt habe ich vergessen, mich direkt zur Tafelrundfeste zu teleportieren. Bevor ich meine ganzen Runen für irgendwelche Level-Ups ausgebe, würde ich sagen, versuche ich vorher erst einmal... zu schauen, ob sich nicht irgendetwas Nettes kaufen lässt. So, Moment. Truhe sortieren, Kriegsasche. So, ich würde sagen, jetzt tue ich mal sowas hier rein. Magisches Kurzschwert. Affinität gewährt magisch, Bams. So. Und wie benutze ich jetzt noch einmal... die Fähigkeit von dem Schwert. Wie benutze ich die Kriegsasche? Das müsste doch theoretisch... Nee. Müsste theoretisch hier irgendwo stehen, oder? Abwehren, ausweichen, Abwehrkonter, Bögen, Talente... herbeirufen, reiten, Geisterquellensprünge, ducken, Tränenskarabäen, Materialien, hinzufügen von Talenten. So. Eine Waffe kann nur ein Talent haben, alle vorherigen werden entfernt. Der Typ einer Waffe bestimmt ihre möglichen Talente. Einige Waffen... Ja, toll. Und wie benutze ich meine Waffen, Talente? Das wird hier jetzt nicht gezeigt. Dreieck, Waffe mit beiden Händen führen. Ah, L2 Talent. Aha. Aber dafür muss ich die Waffe wahrscheinlich... So. Und jetzt L2. Jawohl. Jawohl. Ah, aber das dauert auch nur so lange an. Wie ich auf der Stelle stehe. Schade, ich dachte, ich könnte die Klinge wirbeln lassen und währenddessen könnte ich mich noch so ein bisschen bewegen, während die Klinge vor mir herumwirbelt. Aber das wäre wohl zu OP gewesen, schätze ich. Na gut, dann nehme ich, glaube ich, stattdessen lieber sowas hier, oder? Dann wird das zu einem Schimmersteinkiesel oder zu einem Karia-Großschwert. Ah, nee, Quatsch, dann wechselt einfach nur die Affinität, also das Talent der Waffe. Das hier hat weniger FP-Kosten. Klar, weil ich damit dann schneller bin. Dann würde ich sagen, nehme ich erstmal das hier.
So, und jetzt? Wow. Okay. Ich kann dann so eine Art kleines Mini-Geschütz abfeuern. Okay. Und die letzte Kriegsasche. Wow. Das ist doch nice. Okay, ich würde sagen, das behalte ich erstmal. Nicht nur die Tatsache, dass wir jetzt ein magisches Schwert haben statt einem heiligen, wird uns als Magier natürlich deutlich mehr nutzen, weil es dann mehr mit unserem Magiewert skaliert. Aber auch dieses Talent, das ich gerade eben gesehen habe, wird uns gute Dienste leisten. So, nein, ich wollte jetzt gerade schon wieder losreiten und habe dabei wieder fast vergessen, wohin ich eigentlich wollte. Hierhin. So. Nachdem wir einen größeren Boss erledigt haben, sollte es sich auf jeden Fall lohnen, wieder hierhin zurückzukehren. Ich denke mal, die anderen haben uns teilweise neue Sachen zu sagen. Vielleicht haben die Händler auch neues Zeug im Inventar. Hier was Neues? Wohl erstmal nicht. Okay. So, wo ist wer? Guten Tag. If I do have a talent for spirit tuning, then goodness knows that would be a surprise. I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach me. Okay, das hat sie uns, glaube ich, schon letztes Mal gesagt. Hi. Be sure to tell me if you meet a young woman named Lanya. She's a servant to my house. She's been my companion since childhood. I've lost count of the number of times, honestly. Okay, das ist auch nichts Neues. Ich glaube, du bist neu. Servus. What is it? Still milling about. The map indicates where the gateway is hidden. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Ah, der Typ. What is it? Still the map indicate will lead you. Okay, alles klar. Hallo. Ah. You appear to be doing well. Very good. Well then, would you like to learn an incantation? Würde ich zwar gerne, aber naja, ich bin halt kein Kleriker. May the Golden Order. In diesem Fall. So, die Tür. Oh! Ich glaube, die war vorher zu, oder? Hi. Na, was geht's? Ist das auch eine Fingerleserin? Sieht so ein bisschen danach aus, oder? Was zur Hölle ist das hier? Die zwei Finger. Ah, ich sehe schon. Und die bewegen sich. Ich habe zuerst gedacht, das wäre ganz was anderes. Finger, oh Finger. Alter. Die zwei Finger berühren? Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Hallo, die Dame. Are you that new tarnished? You've done well. I am Enya, the Finger Reader. I interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble to welcome you, Shardbearer. Sicher? Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring. Root of the Golden Order, anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind to become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Okay.
Wenn du das sagst, ich spreche leider kein Zweifingerisch. Davon abgesehen, warum sind die so krass behaart? Die sind ja noch krasser behaart als Hobbitfüße. Oh, irgendwie macht das Ganze hier unangenehm. Ich finde die Tatsache, dass sie so krass behaart sind, glaube ich, tatsächlich unangenehmer als die Tatsache, dass es eine Zweifingerhand ist, dass sie riesig ist oder dass sie halb verrottet ist. Keine Ahnung, warum mich die Haare daran am meisten stören. Aber es ist halt so. Oh. Remembrance of gold has found its way into your possession. Demigods and even the crater of the champions are hewn by the Earth Tree upon their end into remembrances. They are valuable indeed. These remembrances yet house the power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well, I will lend you the strength of the fingers. Oh, do not recoil from my offer. The fingers guide us all. And you, Tarnished, you are here to take, are you not? Kraft vom Echo erhalten über große Runen. Alter Vater, Leute. Oh boy, oh boy, oh boy. Naja, das Menü für die Macht der Echos. Im Menü für die Macht der Echos könnt ihr die Kraft des Namensgebers empfangen. Jedes Echo kann euch eine Kraft liefern. Sobald ihr die Kraft empfangen habt, vergeht das Echo. Ja, dachte ich mir. Erhaltene Macht, Godrics Axt oder verpflanzter Drache. Alter. Okay, eine Großaxt von Godrick dem Verpflanzten. Eine Bestie ziert diese goldene Axt als Symbol für die Stärke von Godfrey, dem ersten Eldenfürst und Patriarchen des goldenen Stammbaums. Ich befehle euch, kniet, denn ich bin der Herr über alles Goldene. Einzigartiges Talent, ich befehle euch, kniet. Schmettert Godricks Axt mehrmals in den Boden, um zwei Schockwellen zu entfesseln. Mit einer weiteren Eingabe erzeugt ihr eine dritte Schockwelle. Oder mit 2000 weiteren Runen kann ich den verpflanzten Drachen holen. Die Manifestation der Macht des Drachenkopfes, der auf Godrics linken Arm verpflanzt war. Verwandelt den Arm des Trägers in einen kleinen Drachen, sodass scharfe Drachenfänger aus seiner Faust wachsen. Diese Waffe lässt sich nicht beidhändig führen. Einzigartiges Talent, seht es mit eigenen Augen. Gewährt dem kleinen Drachen einen kurzen Einblick in das Leben und stoßt ihn gen Himmel, damit der Feuer auf einen weiten Bereich vor ihm speit. Alter Vater. Great runes are the stuff of demigods, the children of the goddess Queen Marika, she who is vessel of the Elden Ring. Tainted by the strength of their runes, her children warred, but none could become Elden Lord. And so grace was extended to your kind, the Tarnished. Listen, the fingers speak. The greater will has long renounced the demigods. Tarnished, show no mercy. Have their heads. Take all they have left. Indeed. But remember one thing. The demigods are each and all the direct offspring of Queen Marika. Godrick the Grafted was but a distant relation, the runt of the litter, his divine blood sorely diluted. Okay, noch mehr? Ah, the chill nee. Tainted by Anne's listen, the great tarnished, the demi Godrick the runt. Ja, okay, so. Go forth. Let the words of the fingers guide you. Alles klar. Hey! Soll ich mich den zwei Fingern ergeben? Zwei Finger berühren. Neue Begeisterung. Wir bekommen eine Geste. Ja, nice.
Wir bekommen einfach nur eine Geste oder was? Ich dachte, das wäre jetzt so eine Art Covenant. Also ein Eid, den ich eventuell abschließen könnte, die zwei Finger. Sieht nicht danach aus. Oder vielleicht ist es noch kein Eid. Vielleicht wird es später nochmal einer. Alter, krass. Dass so etwas hinter dieser Tür sein würde, hätte ich im Leben nicht erwartet. Krass. Einfach nur krass. Okay, Leute. Ja, das mit Godrics Echo, das überlege ich mir noch einmal, was genau ich dafür holen möchte. Aber im nächsten Part werde ich, denke ich mal, noch einmal hier durch die Tafelrunde gehen, schauen, was sich eventuell noch finden lässt. Mal gucken, ob sich eventuell ein paar Leute nochmal was Neues einfallen ließen, was sie zu sagen haben. Da hinten steht auch nochmal jemand Neues. Ja, die Tafelrundfeste, die füllt sich mehr und mehr. Sehr schön. Okay, aber sei es drum, für heute bin ich erstmal fertig und würde sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.